Erst das Ski-Comeback, jetzt die eigene Marke. Am Montag stellte Maria Höffel-Riesch auf der ISPO ihre neue Modekollektion Maria vor. Wie sollte es anders sein? Bei den Produkten dreht sich alles um den Sport. Es sind lauter verschiedene Produkte. Also das eine ist eben der Ski, das andere ist die Textillinie mit Bogner. Also es sind Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Aber es ist auf jeden Fall super, eigentlich fast jedes Arbeitsgerät von mir quasi als eigenes Designteil zu haben. Die Arbeit als Designerin. Für Maria ein Standbein für die Zeit nach der Karriere. Leistungssportler kann man nicht ewig sein. Und ich finde es einfach toll und es ist eine Riesenehre für mich, da mitzuwirken und mich zu verwirklichen, meine eigenen Ideen und meinen eigenen Geschmack damit reinzubringen. Nach 19 sieglosen Skirennen erkämpfte sich die 27-Jährige letzten Sonntag in St. Moritz endlich wieder einen echten Triumph. Den ersten der Saison. Der Sieg selber war jetzt natürlich ein Highlight. Das sind Siege immer, aber es lief eigentlich die letzten Wochen schon sehr gut für mich. Also ich hatte in den allen letzten Speedrennen immer Podestplatzierungen und außer im Slalom, wo ich im Moment ein bisschen Abstimmungsprobleme habe, läuft es eigentlich super. Dennoch, 11 Monate ohne einen Sieg hängen einem nach. Doch ein Spitzensportler muss auch mit Durchhängern umgehen können. Der größte Druck ist eigentlich immer der eigene, den man sich selber macht. Und sicher war nach der letzten Saison die Erwartungshaltung riesengroß und es kann nicht immer nur nach oben gehen. Deswegen war das jetzt für mich, also wie gesagt, die letzten Wochen lief super und so, wenn es jetzt mal ein paar Rennen nicht so geht, dann muss man genauso damit fertig werden, das muss man wegstecken können und da hatte ich noch nie ein Problem damit. Auch im Hinblick auf die restliche Saison ist Maria Höffel-Riesch zuversichtlich. Was ihre neue Karriere abseits der Skipiste angeht, müssen sich Fans noch etwas gedulden. Ihre Kreationen gibt's erst im nächsten Winter zu kaufen.